Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bienenbär. Heute wollen wir uns mal mit ein bisschen Schreibkram beschäftigen, denn auch das gehört ein bisschen zur Imkerei. Ja, leider können wir immer noch nicht an die Bienen, weil es draußen noch zu kalt ist, beziehungsweise die Bienen noch gar nicht richtig im Gang sind. Hier blüht noch viel zu wenig. Wir wollen die Bienen noch nicht stören. Ich denke mal in ein oder zwei Wochen, spätestens in zwei Wochen, können wir dann noch endlich mal so eine richtige schöne Durchsicht bei einem Bienenvolk machen. Solange lassen wir sie jetzt erstmal in Ruhe, damit sie schön anbrüten können. Wir haben darauf geguckt, dass noch Futter drin ist. Das ist bei allen Völkern der Fall. Und deswegen können wir uns jetzt erstmal noch mal ein bisschen mit Basics beschäftigen. Heute wollen wir uns um die sogenannte Stockkarte kümmern. Was ist eine Stockkarte? Für diejenigen unter euch, die das noch nicht wissen und neu dabei sind, eine Stockkarte, es ist schon im Namen drin, Stock kommt von Bienenstock und Karte von Karte. Ganz einfach. Was macht man mit so einer Stockkarte? Ein Imker notiert sich auf verschiedenen Bögen, zum Beispiel auf solchen Stockkarten, die Eigenschaften, die ein Volk hat oder wie sich ein Volk entwickelt. Im Grunde genommen trägt man in einer Stockkarte alles ein, was an Informationen zu diesem Volk wichtig ist. Das kann zum Beispiel sein, die Zuchtnummer der Königin, also wenn man zum Beispiel Königin züchtet oder eine spezielle Königin gekauft hat. Man kann der Königin auch einen Namen geben. Man kann dort die Beutennummer eintragen. Man kann dort eintragen, welche Rasse die Biene hat, aus welchem Jahr die Königin kommt, ob das Volk aus einem Ableger gezogen wurde oder ob das ein Schwarm war. Aber man trägt in einer Stockkarte halt auch noch ein paar andere Dinge ein. Zum Beispiel, was man an einem bestimmten Tag an diesem Volk gemacht hat. Warum macht man das? Ich glaube, ich habe ein gutes Gedächtnis. Trotzdem ist es so, dass man sich, wenn man mehr Völker hat, gar nicht mehr so genau daran erinnern kann, was man vor einer, zwei oder drei Wochen an diesem Volk mal gemacht hat oder wie sich das entwickelt hat. Deswegen nutzt man eine Stockkarte, das heißt, wenn man eine Durchsicht gemacht hat oder irgendetwas an dem Volk verändert hat oder eine Varroa-Behandlung gemacht hat, dann trägt man das in diese Stockkarte ein und dann weiß man beim nächsten Mal, wenn man an das Volk rangeht, gleich, okay, was habe ich beim letzten Mal gemacht und was muss ich heute machen, worauf muss ich unter Umständen heute achten. Stockkarten gibt es ganz viele. Ich habe hier mal zwei Stockkarten auf den Tisch gelegt. Das eine ist eine Stockkarte, was eigentlich ein Papier ist, ein Blatt ist. Das kennen ganz viele von euch. Das ist eine Stockkarte von dem DIB, Deutschen Institut für Bienenkunde, glaube ich, also DIB. Wenn das nicht stimmt, gleich wieder einen Daumen runter. Genau, ansonsten aber Daumen hoch. Okay, also dort gibt es solche Stockkarten unter anderem zum Download. Und das ist so ein DIN A4-Blatt, wo man ganz viele Informationen eintragen kann. Das hier ist sehr detailliert. Ja, da kann man also Königinzuchtnummer, hier wird der Imker eingetragen, das Betriebsjahr. Das Vatervolk, Muttervolk, wer ist die Großmutter, auf welcher Belegstelle war zum Beispiel die Königin zur Begattung, was eine Belegstelle ist, da kommen wir in einem anderen Video nochmal zu, welche Rasse, welche Linie, welche Honigleistung in diesem Jahr, welche Honigleistung im letzten Jahr und so weiter und so weiter. Also man kann hier unheimlich viel in dieser Stockkarte, was eigentlich ein Stockblatt ist, eintragen. Ich habe das etwas vereinfacht, weil ich diese ganzen Informationen so nicht brauche. Ich züchte also keine Königin im großen Stil oder bin nicht so der Königinzüchter, sondern ich habe mir im Laufe der letzten Jahre ein paar Sachen
herausgefiltert, die für mich wichtig sind. Und so habe ich meine Stockkarte jedes Jahr ein bisschen angepasst und vereinfacht. Und am Ende ist im Grunde genommen sowas bei rausgekommen. Das heißt, eine Stockkarte im DIN A5 Format. Ja, das Ganze etwas kleiner. Und hier ist es so, dass ich hier auch nicht mehr so viel eintrage. Hier oben trage ich ein den Namen der Königin oder eben die Königinnummer. Darunter die Beutennummer, weil das ist bei mir halt schon auch, ich sag mal, in gewisser Weise organisiert. Daneben den Jahrgang der Königin. Daneben die Rasse, ob es eine Karnika oder ob es eine Buckfast war. Man muss dazu sagen, ich habe in den letzten beiden Jahren mit beiden Sorten, also mit beiden Rassen probiert. Beide Karnika sowie auch Buckfast haben so ihre Vorteile. Da bei uns in der Gegend aber hauptsächlich mit Karnika geimkert wird, bleibe ich auch erstmal bei der Karnika. Aber das nur mal am Rande. Darunter habe ich dann hier noch Ableger ja oder nein, Schwarm ja oder nein. Das mache ich deswegen, weil ich ganz gerne sehen möchte, ob sich ein Schwarmvolk anders entwickelt als ein Ableger. Hier drunter habe ich dann eine ganze Reihe, kurz mal gucken hier, ja, von leeren Feldern. Und dort habe ich nur noch 4 Spalten. Ja? Also hier zum Beispiel bei der Stockkarte vom DIP sind es natürlich ganz, ganz viele Spalten. Und dementsprechend kann man auch sehr, sehr viele Informationen eintragen. Aber das meiste brauche ich gar nicht, sondern ich brauche hier nur das Datum. Daneben habe ich 3 Spalten, WS, SM und BE. WS steht für Wabensitz, SM für Sanftmut und BE für Brutentwicklung. Das sind für mich 3 Punkte, die für mich wichtig und entscheidend sind. Und sie geben mir auch Aufschluss darüber, ob ich dieses von diesem Volk zum Beispiel einen Ableger nehmen möchte, also von dem Erbmaterial dieser Königin mehr Völker züchten möchte, oder ob ich zum Beispiel ein Volk nicht weiter züchten möchte. Das kann der Fall sein, wenn du ein Volk hast, was sehr aggressiv ist. Ja, also du machst die Beute auf, da fliegen dir schon mal die ersten 5, 6 Bienen ins Gesicht und wollen dich stechen. Das heißt, in der Spalte Sanftmut würde ich dann eine Note vergeben von 1 bis 6, wie im Schulnotensystem, das ist ganz einfach für mich. Und wenn ich dann die Beute aufmache und wird dann schon gleich angegriffen, dann wird das eher eine Note 4, ja, oder im Zweifel auch schlechter. Ein solches Volk möchte ich persönlich nicht nachzüchten, weil ich auch manchmal auch fremde Leute am Stand habe. Und wenn die dann dahin gehen und gleich einen gewischt bekommen, das ist nicht so angenehm. Der Imker selber muss sich natürlich entscheiden, ob es ihm wichtig ist, ein aggressives Volk zu haben oder nicht. Ein aggressives Volk kann zum Beispiel sehr gute Hygieneeigenschaften haben oder eine sehr gute Honigleistung haben. Und dann kann es sich auch lohnen, dieses Volk weiter zu züchten. Je nachdem, was der Imker ganz gerne als Zuchtziel haben möchte. Es gibt ungefähr 90.000 Imker in Deutschland und da gibt es auch ungefähr genauso viele Meinungen und Wünsche. Also ich trage das hier ein und kann also ganz klar sehen, wie entwickelt sich das Volk im Laufe der einzelnen Kontrollen und kann dann irgendwann entscheiden, ob ich von diesem Volk eine Nachzucht machen möchte oder eben nicht. In der letzten Spalte hier habe ich Anmerkungen, das Feld habe ich ein bisschen größer gemacht und da trage ich dann alle möglichen Dinge ein, die ich halt so in der Beute mache. Das mache ich dann so stichpunktartig. Es gibt Imker, die heften sich sowas in einen Ordner und nehmen den Ordner immer mit zum Stand. Ich mache das etwas anders und zwar habe ich solche Folien, ja, da kommt so eine Stockkarte rein. Oder du kannst sowas auch einlaminieren und dann kann man da zum Beispiel so mit einem Edding drauf schreiben, ja, oder mit vielleicht auch mit einem abwaschbaren Stift, die geben, wie er möchte. Ich mache das so, das heißt, ich habe
meine Stockkarte. Das ist auf dem DIN A4 Blatt, doppelseitig. Das wird einmal in der Mitte gefaltet. Und das kommt dann hier in so einen Umschlag rein. Und dieser Umschlag kommt immer zur Beute. Das heißt, wenn ich an den Stand gehe und den Deckel öffne, liegt oben drauf, unter dem Deckel, immer die Stockkarte bei mir. So habe ich immer die richtige Stockkarte an der richtigen Beute. Ich persönlich, für mich ist es auch in Ordnung, wenn ich dann den Zettel hier rausnehme und das mit Kugelschreiber eintrage. Das ist für mich völlig ausreichend. Ich habe das auch schon mal probiert, das einzulaminieren und dann mit einem Edding drauf zu schreiben. Auch das ist völlig in Ordnung. Das kann man halten, wie man möchte. Für mich war das am Ende nachher praktikabler. Ich habe auch andere Varianten ausprobiert. Es gibt auch elektronische Stockkarten. Das heißt, man kann dort auf seinem Handy oder auf seinem Tablet alle möglichen Daten eintragen. Genauso wie das bei so einer Stockkarte der Fall ist. Meine Erfahrung war allerdings, dass wenn ich an der Beute bin und dann und ständig Wachs oder Honig oder Propolis an den Fingern habe und dann auf dem Handy oder auf dem Tablet drauf rumtippen muss, dass ich dann eben das Zeug auch am Tablet habe. Das war für mich unpraktikabel, weil ich danach jedes Mal mein Tablet sauber machen musste. Zudem braucht man in der Regel einen Internetzugang. Den hat man nicht immer, also ich habe den nicht an jedem Bienenstand. Und so konnte ich das auch nicht immer nutzen. Eine weitere Möglichkeit ist, die Information, die man hat, auf ein Diktiergerät zu sprechen. Nutzt aber auch nur dann was, wenn man es dann zu Hause in eine Datei oder in eine Stockkarte wieder einträgt. Und erfahrungsgemäß macht man es nicht. Man hat es zwar als Tondatei, aber man muss es eigentlich eintragen, um eine Gesamtübersicht über das Bienenjahr zu bekommen. Deswegen haben sich für mich elektronische Hilfsmittel nicht als praktikabel erwiesen. Es sind zwar nette Spielereien, aber am Ende bin ich wieder bei einem Blatt Papier und einem Kugelschreiber gelandet. Wie gesagt, und das Ganze in so einer Umschlagfolie. Wenn das Jahr vorbei ist oder ich das Volk aufgelöst hat oder wie auch immer, dann kann ich das schön abheften und habe jederzeit eine Information zu diesem Volk. So, ich denke, das war es jetzt erstmal an Informationen zu den Stockkarten. Ich habe euch auf meiner Internetseite sowohl diese Stockkarte, die kannst du auf ganz vielen Internetseiten runterladen. Ich habe die auch auf meiner Seite für euch bereitgestellt. Und ich habe euch natürlich diese Stockkarte. Das ist so ein DIN A4 Blatt hier. Moment. Ja, das ist ein DIN A4 Blatt. Das kannst du in der Mitte falten. Ja, dann kannst du hier 2 Jahre im Grunde genommen eintragen. Diese beiden Stockkarten stelle ich euch natürlich kostenfrei auf meiner Internetseite bienenbär.de zur Verfügung. Da geht ihr auf die Rubrik Infos für Imker ganz oben. Und da gibt es dann das Menü Downloads und da ist das drin. Da könnt ihr die Bienenbär-Stockkarte natürlich kostenfrei runterladen. Selbstverständlich. Wenn ihr noch Fragen zu den Stockkarten habt oder zu dem Handling mit sowas, oder Anmerkungen dazu habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht es ruhig, würde mich freuen. Ist immer eine schöne Motivation. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Für diejenigen, die können, weil das Wetter so gut ist, dann wünsche ich euch auch viel, viel Freude beim Blick in die Bienen. Ich muss noch eine Woche warten. Also, bis dann, schönes Wochenende. Tschüss.